Mein Name ist Wolfgang von den Aslacher Gleitschirmfliegern. Ich möchte hier unsere Elektrowinde EVA kurz vorstellen, mit einfachen Mitteln, ohne aufwendigen Schnitt. Einzige Voraussetzung, müsst bis ich Schwäbisch verstehe, weil anders kann ich es nicht. Wir haben 3 Jahre von der Idee, die der Band und so Vorstand hatte, bis zur Zulassung gebraucht. Es gab zwischendurch herbe Rückschläge, auch mal Wartezeiten, aber wir sind kontinuierlich dran geblieben und haben auch viel Spaß dabei gehabt. Remember that, kid? So what you wanna do? And what you gonna run when you're staring down the cable of a mic pointed at your grill like a gun? Limp Bizkit is rocking the set. It's like Russian roulette when you're placing your bet. So don't be upset when you're broke and you're done, 'cause I'ma be the one till I jet. I'ma be the one till I jet. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. Ja, die Basis ist ein 28 Kilowatt Motor der Firma Schwarz, ein Controller zur Motorsteuerung der Firma Curtis aus England und der Batteriekasten, den wir zwischenzeitlich verdoppelt haben, der jetzt bei 96 Volt Nennspannung 200 Amperestunde zur Verfügung hat, das heißt über 19 Kilowattstunde, was uns 60 bis 90 Schlepps ermöglicht, je nach Temperatur und Pilotengewicht. Die Kraft wird über einen Zahnriemen mit einer Übersetzung von 1 zu 3,7 auf die Antriebswelle übertragen. Über Magnetkupplungen lassen sich dann die rechte oder die linke Trommel anschalten. Um die Seile ohne Überwurf ausziehen zu können, drückt ein Bremsbelag der Seilauszugsbremse direkt auf die Trommel über Federkraft. Wenn eingekuppelt wird, zieht ein Elektromagnet den Bremsbelag ab, sodass wir dann beim Schleppen keine Kraftverschwendung haben. Während des Schlepps wird über den Zahnriemen ein Ulig-Rollringgetriebe angetrieben. Dieses Rollringgetriebe, wir sagen auch Wickler dazu, stellt sicher, dass das Seil sauber auf der großzügigen Trommel von 36 cm Breite aufgewickelt wird. Durch 2 Quadrolle-Systeme wird das Seil über das Azimutrolle-System dann nach außen geführt. Im Azimutrolle-System verbaut ist in bekannter Weise die Kappvorrichtung, die wiederum elektrisch oder mechanisch ausgelöst werden kann. Okay, jetzt. Zur Batterieüberwachung ist ein Batteriemanagementsystem installiert. Das System hat Zugriff auf die Spannung aller 30 Zellen, misst auch Ein- und Ausgangsströme und gibt so einen guten Überblick über den Batteriestatus. Während des Ladens stellt das Batteriemanagementsystem sicher, dass die Zellen ausbalanciert werden und somit alle Zellen den gleichen Ladezustand haben. Beim Entladen passt das System auf, dass wir keine Tiefentladung bekommen. Heißt, wenn die schwächste Zelle ihren niedrigsten Wert erreicht hat, wird das System komplett abgeschaltet. Außer wir sind gerade beim Schlepp. So, dann haben wir jetzt das Cockpit, das Bedienfeld für den Windefahrer. Vieles ist selbsterklärend. Links das Funkgerät, rechts das Ein-Ausschaltsystem. Die Kapphebel sind eindeutig erkennbar durch die rote Beschriftung. Ja, es bleibt zu erwähnen,
Die Zugkraftwahl erfolgt über den runden Drehknopf. Bei 100 Kilo ist eine Sperre, die muss überwunden werden, um mehr haben zu wollen. Der Gashebel funktioniert in gewohnter Weise wie bei Benzinwinde. Ja, dann haben wir noch den Seitenwahlschalter. Das ist der Knopf unter der Beschriftung Seil. Damit wird die Trommel rechts oder links eingekuppelt. Damit wird die Rundumleuchte angeschaltet. Damit wird die Abschaltung des Systems bei schwacher Spannung durch das BMS deaktiviert und das Seil leicht vorgespannt. Der Bildschirm dient zur Zugkraftanzeige, zur Batteriekontrolle und selbstverständlich für Einstellarbeiter. Jo, gibt noch viele Details, können wir hier in der Kürze gar nicht drauf eingehen, aber vielleicht noch was ganz Wichtiges. Der Rentnergriff, nur damit ist es möglich, dass bei uns im Verein der typische Winterfahrer überhaupt auf den Bock kommt. They said, mama, oh.